Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sind heute als Landtag von Nordrhein-Westfalen zusammengekommen, um zu zeigen, dass unsere Demokratie auch in Krisenzeiten handlungsfähig ist und konstruktiv und gemeinsam an Lösungen für den bestmöglichen Schutz unserer Bevölkerung arbeitet. Und das erwartet die Bevölkerung auch von uns. Und lieber Kollege Löttgen, nicht alle Ihre Bemerkungen heute haben zu diesem Eindruck beigetragen. Handlungsfähige Politik ist für mich dabei nicht dadurch gekennzeichnet, dass in Krisenzeiten das Parlament der Regierung Blankovollmachten ausstellt, sondern dass wir als die Repräsentantinnen und Repräsentanten der Menschen in NRW Verantwortung übernehmen. Verantwortung dafür, mit welchen Maßnahmen wir den bestmöglichen Schutz der Bevölkerung gewährleisten können und auch die massiven Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft abfedern können. Dieser Verantwortung stellen wir uns als kritisch-konstruktive Opposition auch heute. Und auch hier, Herr Kollege Löttgen, eine Bemerkung. Dieser Verantwortung haben wir uns in der letzten Plenarsitzung mit der Bewilligung des Rettungsschirms gestellt. Dieser Verantwortung stellen wir uns heute mit der Debatte um dieses Gesetz. Das als parteipolitische Hamsterkäufe zu bezeichnen, finde ich einfach unverschämt. Das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein, hier so zu überziehen. Und wenn wir hier Änderungsvorschläge einbringen zu einem Gesetz, das weitreichende Auswirkungen haben, dann ist das ein konstruktiver Beitrag, den wir uns stellen und kein parteipolitisches Spielchen, die wir hier betreiben. Das Parlament muss aber auch und gerade in Krisenzeiten als verantwortungsvoller Gesetzgeber eine Kontrollinstanz für die Regierung bleiben. So sieht es doch auch unser Grundgesetz vor. Und demokratische verfassungsrechtliche Grundsätze müssen wir nicht und können wir auch nicht infrage stellen. Und das wollen wir auch nicht. Und daher ist es gut, um mal wieder zum Konstruktiven zurückzufinden, ist gut, dass wir uns darauf verständigen konnten, mit den Fraktionen den Gesetzentwurf der Landesregierung heute zur Bewältigung der Corona-Krise nicht final zu beschließen, sondern uns eine Woche Zeit nehmen, die aus unserer Sicht auch notwendig ist, um die weitreichenden Auswirkungen des Gesetzes eine Prüfung zu unterziehen und auch Änderungsvorschläge einzubringen und damit auch hier und dazu auch ins Gespräch zu kommen. Wir hätten, Herr Löttgen, dieses Verfahren nicht angeregt, und das bitte ich hier ausdrücklich zu akzeptieren, wenn wir nicht erhebliche Bedenken mit einigen Regelungen im Gesetz gehabt hätten. Das machen wir ja nicht aus Spaß. Es ist zu begrüßen, da fange ich mal mit dem Positiven im Gesetz an, dass mit dem Gesetz der Landtag und nicht die Regierung zukünftig die Feststellung einer epidemischen Lage trifft. Herr Löttgen, ja, das finde ich auch richtig und gut, dass dies so im Gesetz steht. Denn die Feststellung einer solchen Lage ist ja verbunden mit weitreichenden Auswirkungen auf die Bevölkerung bis hin zu tiefen Eingriffen in Grundrechten. Aber weil diese grundrechtsrelevanten Eingriffsbefugnisse so gravierend sind, sollte aus unserer Sicht diese Feststellung auch nur befristet gelten. Selbstverständlich mit Verlängerungsmöglichkeit. Aber genau dies fehlt aus unserer Sicht im Gesetz. Denn eine Befristung stellt sicher, dass das Parlament sich in einer öffentlichen Debatte mit den Auswirkungen und dann gegebenenfalls mit Nachsteuerungen und Anpassungen befassen und verantwortungsvoll in Abwägung aller Aspekte dann auch entscheiden kann. Und deswegen gehört zu dem Parlamentsvorbehalt für uns auch eine Befristung. Zweitens, wenn wir die Regierung hier ermächtigen, über den Verordnungsweg Anordnungen zu treffen, und das ist aus unserer Sicht grundsätzlich auch erstmal richtig, dann muss sich diese Ermächtigung aber an das verfassungsrechtlich vorgegebene Bestimmtheitsgebot halten. Das heißt, Inhalt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung müssen im Gesetz definiert werden, und das können auch wir im § 13 des Infektionsschutzgesetzes nicht erkennen, wenn dort ganz allgemein von, ich zitiere, weitergehenden Anordnungen, die getroffen werden können, die Rede ist.
Was soll das denn bitte sein, Herr Laumann? Ich bin ja dafür, dass Sie diese Anordnung treffen können. Aber der Gesetzgeber muss Sie doch vorher eingrenzen und definieren, was denn das für Anordnung sein soll. Ansonsten ist es ein Blankoscheck und der ist aus unserer Sicht verfassungsrechtlich nicht ausreichend hier im Gesetz bestimmt. Im Übrigen gibt es eine Generalklausel im Bundesinfektionsschutzgesetz, die das ja schon regelt und dort auch tatsächlich konkreter definiert, unter welchen Bedingungen eine solche Ermächtigung stattfinden kann. Drittens, Eingriffsbefugnisse in Grundrechte sind mit einem Infektionsschutzgesetz zwangsläufig verbunden. Das kann ja gar nicht anders gehen, Herr Löttgen, und das kritisieren wir ja auch nicht grundrechtlich. Aber als völlig unnötig und aus unserer Sicht nicht angemessen ist es, wenn medizinisches oder pflegerisches Personal zur Mitarbeit in Krisenzeiten verpflichtet werden soll. Und auch dies sieht der Bundesgesetzgeber nicht vor. Nein, er sieht es im § 5a so nicht vor. Er definiert die Berufe, die dafür in Frage kommen, aber in dieser Form nimmt er diese Zwangsverpflichtung so nicht vor. Diese Menschen, nein, Herr Laumann, ich glaube, wir brauchen das nicht. Denn diese Menschen, die wir gerade erleben, mit einem ungeheuren persönlichen Einsatz, die arbeiten an der Belastungsgrenze und darüber hinaus. Sie tun alles, um die Kranken zu versorgen. Die empfinden diese Regelung, nun nehmen Sie es doch an, sie empfinden diese Regelung als Affront angesichts ihrer Einstellung zum Beruf. Sie bekommen doch die Briefe von den Ärzten auch, die sagen, was soll das denn? Ich glaube nicht, dass Zwangsverpflichtungen erforderlich sind, dass sie angemessen sind und deswegen auch im verfassungsrechtlichen Sinne nicht verhältnismäßig sind. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir diesen Zwang nicht brauchen, sondern dass wir hier mit einer freiwilligen Regelung, einer Ermöglichung für diese Menschen sehr viel besser auskommen würden. Das wäre auch vom Verwaltungsaufwand her einfacher. Und ich glaube, dass wir eine freiwillige Regelung brauchen, aber keine Pflicht. Wir Grünen sind bereit, daran mitzuwirken, mit diesem Gesetz in einem kurzen, aber angemessenen Beratungsverfahren zu möglichst einvernehmlichen Änderungen am Gesetzentwurf zu kommen. Und ich glaube, dass dies auch gelingen kann, wenn alle die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mitbringen. Herr Laschet, diese Bereitschaft zur Zusammenarbeit können auch wir nicht für alle Ihrer Kabinettsmitglieder feststellen. Es ist auch aus unserer Sicht schon ein starkes Stück, wenn per dpa wir erfahren, dass die Regierung einen Kabinettsbeschluss gefasst hat, um ein Rettungspaket für die Kommunen zu beschließen. Und dann erfahren wir, dass über diesen ja wesentlichen und weitreichenden Kabinettsbeschluss exklusiv die Mitglieder der Koalitionsfraktionen erfahren, aber nicht die Opposition. Und in diesem Brief, den wir dann ja auch über entsprechende Kanäle bekommen haben, sehen wir dann da auch, dass Sie beschlossen haben, auch den 25 Milliarden Euro Rettungsschirm für die Kommunen in Anspruch zu nehmen. Das ist ja richtig und gut. Nur, wir haben im Haushalts- und Finanzausschuss ein klares Verfahren, dass für die Bewirtschaftung dieses Rettungsschirms das Parlament zuständig ist. Und dann erfahren bitteschön auch die Oppositionsfraktionen davon, wenn sie in diese Richtung etwas planen. Vielleicht sollten Sie mit der Kollegin doch noch mal das ein oder andere ernste Wort darüber reden, wie denn so eine Zusammenarbeit besser werden kann. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, selbstverständlich kann und muss vorausschauende Politik darüber nachdenken, wie denn eine stufenweise Lockerung der aktuellen einschränkenden Maßnahmen erfolgen kann. Aber auf keinen Fall sollten wir in der derzeitigen Lage rumspekulieren, wann denn dieser Zeitpunkt sein kann. Alle Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Pandemie Ostern oder danach kommt und wir noch nicht wissen, wann und wie die getroffenen Maßnahmen Wirkung zeigen. Und klar ist auch, das müssen wir uns alle klar machen, dass dieser Virus noch sehr lange unser Leben bestimmen wird. Und bis zu einer möglichen Lockerung der Maßnahmen gilt es jetzt, alle Energie darauf zu verwenden, weiter an den Intensivbettenkapazitäten zu arbeiten, sie auszubauen, sie zentral zu erfassen. Hier ist NRW mit dem Monitoring ja schon sehr weit, um damit auch eine gute Versorgung sicherzustellen.
Die immer noch fehlenden Schutzmaterialien müssen für Pflegeheime und Arztpraxen insbesondere jetzt besorgt werden und möglichst perspektivisch auch eine Produktion im eigenen Land sichergestellt werden. Die Testkapazitäten müssen weiter ausgebaut werden, denn die schaffen es und tragen erheblich dazu bei, am Ende Infektionsketten zu unterbrechen. Dies sind auch die Erfahrungen in anderen Ländern. Und auch zu diesem Zweck halten wir die sogenannte Corona-App, die gerade das Robert-Koch-Institut entwickelt, durchaus für geeignet, hier daran mitzuwirken, Infektionsketten früher zu unterbrechen. Denn hier wird nicht, wie Minister Spahn es versucht hat, denn hier wird mit dieser App versucht, auf freiwilliger Basis Daten einzusetzen, damit die Menschen erkennen können, die dann infiziert sind, mit wem sie im Kontakt waren, damit eine frühzeitige Information der Menschen erfolgen kann und diese Infektionskette unterbrochen wird. Das geht auch mit Datenschutz, liebe Kolleginnen und Kollegen, und unter Wahrung der Anonymität. Und auch so eine Möglichkeit sollten wir nutzen. Jetzt können und sollten allerdings die Kriterien auch entwickelt werden, wenn es darum geht, die Maßnahmen zu lockern und den sogenannten Exit zu planen. Aus unserer Sicht können nicht allein Wissenschaftler und Virologen am Ende darüber entscheiden. Das wollen sie ja auch gar nicht. Wir als Politik, denke ich aber, werden uns in der kommenden Zeit auf sehr, sehr schwere Abwägungen einstellen müssen. Abwägungen, die die sozialen, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise in den Blick nimmt, sie analysiert. Und das muss selbstverständlich unter Einbeziehung von Experten entschieden werden. Aber am Ende entscheidet die Politik, was verantwortbar ist. Herr Ministerpräsident, ich begrüße es ausdrücklich. Sie haben das heute auch veröffentlicht, dass Sie einen Expertenrat Corona einberufen wollen, wo Sie genau mit diesen Experten aus den verschiedenen Fachbereichen diskutieren wollen, wie solche Kriterien entwickelt werden können, um dann die Lockerung zu beschließen. Aber, Herr Ministerpräsident, ich rege an, auch diese Debatte gehört ins Parlament. Warum können wir diesen Expertenrat hier nicht mal per Videoschalte im Plenarsaal einberufen und auch mit den Parlamentariern zu diskutieren? Denn wir am Ende entscheiden, wann und wie diese Maßnahmen gelockert werden. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, hier unter Einbindung des Parlaments diese Dinge zu beraten. Und das wird ja auch sehr bald nötig sein, denn sehr bald wird die Entscheidung anstehen, wie es mit den Schulen und Universitäten weitergeht. Kann es, Frau Ministerin Gebauer, das fragen sich derzeit alle Schülerinnen und Schüler, kann es nach den Osterferien weitergehen? Kann es vielleicht eine schrittweise Lockerung geben? Unter Wahrung der Hygienevorschriften, kann das Abitur stattfinden, ja oder nein? Was ich nicht verstehe, ist, warum in der Schulmail, ich glaube von Ihrem Staatssekretär versandt, steht, dass man sich auf alle Szenarien jetzt vorbereiten muss. Das ist richtig, aber warum steht das nicht im Gesetz? Wir haben ja heute hier ein Gesetz vorliegen, in dem das nicht so steht, denn ich finde es völlig unverständlich, warum hier steht, dass nur für Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen Vorsorge getroffen werden soll, dass die Prüfungen gegebenenfalls ausgesetzt werden können. Warum nicht auch für die Gymnasien? Es kann ja keine Prüfung erster und zweiter Klasse geben. Das erschließt sich uns nicht. Hier brauchen wir Klarheit und es muss vor allen Dingen auch hier im Gesetz die Gymnasien einbezogen werden. Wir wären selbstverständlich alle miteinander froh, wenn die Prüfungen unbelastet stattfinden können. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass dies unter Umständen nicht geschehen kann. Und deswegen braucht es hier für alle Schulformen einen Plan B, wenn das nicht geht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss danke auch ich nochmal ganz herzlich allen Menschen, die unter schwierigsten Bedingungen derzeit dazu beitragen, dass unsere Versorgung mit dem Nötigsten, mit den Lebensmitteln sichergestellt wird und die dazu beitragen, dass unsere Kranken bestens versorgt werden und das unter schwierigsten Bedingungen.
Und auch ich danke nochmal den vielen Beschäftigten in den Bezirksregierungen, die es über das Wochenende mit einem enormen Kraftakt geschafft haben, dass die Zahlungen an die notleidenden Betriebe sehr schnell auf den Weg gebracht werden können. Hier hat sich die Verwaltung handlungsfähig gezeigt und mit einem riesigen Einsatz hier auch auf diese existenziellen Notlagen reagiert. Richten Sie bitte schön auch von der Opposition hier den ausdrücklichen Dank an alle Beschäftigten in der Bezirksregierung aus. Und den Schulen und den Lehrkräften, finde ich, gebührt auch mal ein ausdrücklicher Dank für ihren Einsatz in dieser außergewöhnlich herausfordernden Lage. Sie machen da gerade digital, kreativ, unkonventionell alles, damit unsere Schülerinnen und Schüler, soweit es geht, weiter beschult werden können und nicht abgehängt werden. Danke dafür. Aber auch, Frau Ministerin, es wird aber auch hier natürlich deutlich, diese wachsende Schere bei der Bildungsgerechtigkeit. Schaut man auf die Lebenslagen der Kinder zu Hause, da kann nicht jede Familie gleichberechtigt das gewährleisten. Muss sich vielleicht ein PC, ein Laptop mit der Homeoffice arbeitenden Mutter geteilt werden? Also hier ist dringend nötig, dass wir hier bald Klarheit haben, wie es mit den Schulen weitergeht. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe deutlich gemacht, meine Fraktion ist zur Zusammenarbeit bereit. Wir bringen Änderungsvorschläge in das Gesetz ein, die wir meinen, die notwendig sind, um hier mehr Klarheit und Verfassungsfestigkeit in das Gesetz zu bringen. Ich hoffe auf konstruktive Beratungen und bin zuversichtlich, wenn alle diese Haltung mitbringen, dass wir in den Verhandlungen übers Wochenende und nach der Anhörung nächste Woche dann gemeinsame Änderungen vornehmen können. Schönen Dank.